Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Leitungen und Kabel sind unser Thema. Heute wollen wir uns ein bisschen beschäftigen, wie sind so Leitungen gekennzeichnet, und zwar Energiekabel. Ja, wir schauen uns Energiekabel an, wie werden die gekennzeichnet. Ja, also deren Zweck ist es, Energie von A nach B zu bekommen. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Nun, die Kennzeichnung von Energiekabeln ist praktisch in 10 Feldern unterteilt. Was diese einzelnen Felder bedeuten, sage ich gleich noch. Ja, das werde ich jetzt ein Feld nach dem anderen durchgehen. Und weil das ja erst internationalisiert worden ist, kann man dahinter nur nationale Kennzeichnung A anbringen. Also da dahinter ist noch eine nationale Kennzeichnung. Okay. Das kann zusätzlich angeführt werden. Gut, gehen wir es durch. Was ist der erste Punkt? Ja. Erster Punkt, Typzuordnung. So, ziehe da bis nach unten. Wir fangen natürlich links an, wenn wir da ein bisschen Platz haben. Typzuordnung. Also mal H gibt es da, das ist der sogenannte harmonisierte Typ. Und da gibt es A, ein anerkannter Typ. Also H harmonisiert heißt, ja, das ist in der ganzen EU gleich und A ist national eigentlich, aber ist ein anerkannter Typ. Er ist autorisiert, heißt es auch. Okay. Das ist einmal das Erste, was wir dann. Dann ist das Zweite, was kommt, ist die Nennspannung. Okay. Das. Mit der Nennspannung. Da gibt es 0,3, das heißt 300/300 Volt. Was heißt das? Phasenspannung, Außenleiterspannung, Effektivwerte. Okay? Effektivwerte der Phasenspannung, Phase Erde, Phase Phase, Außenleiterspannung. Ja, dann gibt es 0,5, das sind 300/500 natürlich, ja, 5, und dann gibt es 0,7, und da müssen wir aufpassen, das sind nämlich 450/750 Volt. Ja. Nennspannung steht da. Ja. Dann, das nächste, was wir haben, ist die Isolierhülle. Jetzt wieder umschreiben. Isolierhülle. Und zwar gibt es da die Möglichkeiten, der Buchstaben V, das ist PVC, Polyvinylgerät. Isolierhülle aus PVC. Da gibt es R, das ist Gummi. Also ob es Naturgummi oder künstlicher, synthetischer Gummi ist, bleibt einmal dahingestellt. N, das ist was, das heißt Polychlorpren-Gummi. Okay. Dann haben wir noch S, Silikon. Ja, und dann haben wir nur J, das ist ein Glasfasergeflecht. Das gibt also an, das Isoliermaterial der einzelnen Adern. Okay? Adern. Und dann gibt es dieses Isoliermaterial, den Mantel. Ja? Das nächste.
Da gibt es wieder V, das ist wieder PVC. Das war ja abartig, was, wenn das anders wäre. Ja? Dann gibt es wieder R, das ist wieder Gummi. Ja? Dann gibt es wieder N, das ist wieder dieses Polychlorpren-Gummi. Ja. Und dann gibt es noch T, das Textil, Textilgewebe. Ja, sieht man eh öfter bei Bügeleisen zum Beispiel oder sowas, gell? Da hat man das. Dann kommen zwei, die sind eher optional. Ja, das ist Ausbauelemente. Da haben wir irgendwelche Ausbauelemente. Besondere Ausbauelemente. Das ist zum Beispiel D3, das ist ein Tragelement. Und D5 ist ein Faserstoffkern. Also die irgendwie erhöhte Zugfestigkeit oder so irgendwas. Ja. Dann haben wir was. Haben wir nicht so häufig. Flacher Leitungsaufbau. Ja. Flachbandkabel. Leitungsaufbau flach. Also das ist dann nicht so, dass in einer runden Dings alles drin ist, sondern alle Kabel nebeneinander. Hat man sich ja auch schon gesehen, Flachbandkabel. Ja, da gibt's die Aufteilbahn. Ja, das sind die Hs. Aufteilbar. Also da kann ich diese einzelnen Adern voneinander lösen, ja. Und da gibt es die H2, ist nicht aufteilbar. Ja. Hat man nicht immer. Und dann kommt einmal ein Strich. Ja. Also dadurch, dass man die zwei nicht immer haben muss, ist der Strich wichtig, wo der ist. Ja. Und da kommt nämlich dann der Leiteraufbau. Ja, da haben wir einen Leiteraufbau. Strich U bedeutet zum Beispiel eindrahtig. Dann gibt Strich R mehrdrahtig. Okay, dann gibt es K, feindrahtig, für feste Leitung. Da gibt es F, feindrahtig, flexible Leitung. Da gibt es nur H, feinstrahtig. Und da gibt es nur Y, eine sogenannte Lanlitze. Okay, was heißt das jetzt? Was heißt dieser Leiteraufbau? Erkläre ich nachher. Gehen wir es nur schnell durch, dann erkläre ich da den Leiteraufbau. Das nächste ist nämlich die Adernanzahl. Das ist relativ einfach, gell? Adernanzahl. Wie viele Adern haben wir da? Ja. Das nächste, was wir da haben, ist G. Wenn da G steht, ist es mit gelb-grünen. Oder AX ohne. Ja? X ist ohne Gelbkörner. Und last but not least, da hinten haben wir den Nennquerschnitt. Und zwar 1 Quadratmillimeter.
Nee. So, das muss ich noch ein bisschen erklären. Eindrahtig. Ja, eindrahtig bedeutet Eindraht. Bug. Ja, das ist die Ader. Ja, das ist der U. Ja, dann gibt es den R, das ist mehrdrahtig. Das heißt, das sind, besteht schon aus mehreren Drähten. Aber die sind alle relativ dick. Ja. Dann der H, das ist feinstrahtig. Da geht's ab, da sind wirklich viele drinnen. Ne? Das ist ganz, ganz winzig. Ja? Und dazwischen ist halt irgendwo die Fs und die Ks. Ja? Das sind halt die feindrahtigen. Also es geht praktisch mit wie vielen nicht zueinander isolierten, das ist wichtig, mit wie vielen nicht zueinander isolierten Kabeln oder Drähten, Litzen, ist so ein Kabel aufgebaut. Was bringt das, wenn sie zueinander nicht elektrisch isoliert sind? Die Flexibilität. Okay? Wie flexibel ist das Ganze? Das ist ein steifer, das ist weniger steif, das ist flexibel und das ist wirklich flexibel. Okay? Es wird natürlich teurer, sehr logisch. Warum gibt es da feindrahtig feste Leitung, feindrahtig flexible Leitung? Naja, RF nimmt man normalerweise für mobile Geräte. Ja? Also wenn es darum geht, dass das Ding wirklich bewegt wird die ganze Zeit. Und ein K nimmt man vor allem, wenn man irgendwo, weiß nicht, in einem Schaltschrank so wirklich ums Eck muss und so weiter, dass das schön flexibel ist. Aber dann bleibt er dort liegen, wo es eigentlich ist. Also diese mechanische Belastung ist dort eben geringer. Ja? Also eine LAN-Litze ist ganz besonders flexibel. Das ist ausgebaut aus so flache Drähte. Also das sind keine runden Drähte mehr, sondern das sind so flache Drähte. Schaut auch ein bisschen aus wie ein Seil. Ja? Das ist eine Verseilung und ist besonders flexibel und besonders haltbar. Das ist halt ein Ding, zum Beispiel bei einer Telefonschnur. Bei diesen gequirlten Schnüre da ist ein LAN-Litzen drin. Ja, speziell haben die Drähte auch eine spezielle Form. Ja, das ist die Kennzeichnung von Energiekabeln. Die nationalen Kennzeichen, die bin ich noch ein bisschen schuldig. Ja. Das mache ich auch gleich mit, weil jetzt da ist eh schon wurscht mit dieser Auflistung. Kann man ja runterladen, wenn man es braucht. Ja. Ich schreibe das jetzt noch auf, nationale Kennzeichen. In Österreich. Ja. Was haben wir da? Was können wir da anhängen? Ja. Also, typisches nationales Kennzeichen ist ein Y. Ja. Das heißt PVC-Isolierung. Okay, ein G ist eine Gummiisolierung. Jetzt kann man sagen, das haben wir eh schon da vorhin stehen. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben ja nicht nur, ich meine, es arbeiten ja Leute und die möchten das nach wie vor lesen können. Früher hat es die Bezeichnung gegeben, die nationale Kennzeichnung, und die ist jetzt abgeschafft worden, also abgeschafft. Ersetzt worden durch so eine internationale Bezeichnung, und eben dahinter kann man auch die nationale Kennzeichnung einfügen, dass sich die Leute, die die neue die internationale Kennzeichnung nicht kennen, sie trotzdem auskennen. Okay? Dann haben wir A, das ist ein Aluleiter. Okay? Dann haben wir ein kleines E, das heißt eindrahtig. Dann haben wir ganz M, das heißt mehrdrahtig. Dann haben wir F, feindrahtig. Dann haben wir zwei kleine F, feinstrahtig. Ja. Dann haben wir AU.
Flammwiderstand. Ja. Dann haben wir Öl. Österreichisch, ölfest heißt das. Ja, dann haben wir Füll. Flache Ausführung. Ja, dann haben wir D. Dann haben wir zweite Buchstabe AW. Das ist praktisch wetterfest. Dann haben wir ZW, Zwillingsleiter. Dann haben wir Punkt M, also an zweiter Stelle praktisch, also Mantelleiter. Aber also an dritter Stelle steht das M. Das ist der gleiche Buchstabe, nur an dritter Stelle. Deswegen habe ich die Punkte davor hingemacht. Das heißt mittelschwere Ausführung. Dann gibt es das Punkt, da gibt es ein L, leichte. Und da gibt es ein S, schwere. Das ist die Ausführung. Okay, dann gibt es Punkt H, hochspannungsfest. Dann gibt es Punkt, Punkt T, das mit Tragseil. Ne? Und dann gibt es noch Slash O und J, das ist ohne und mit Schutzleiter. Okay. Das sind so nationale Kennzeichen in Österreich. Auch aufgelistet, passt. Ja. Machen wir ein Beispiel. Sagen wir, wir haben H05RRF3G2,5GML. So, was heißt das jetzt? Das ist eher der erste Teil da, der ist der internationale. Ja. H, harmonisierter Typ. Dann 05, 300, 500 Volt. R, Isolierhülle, Gummi, Mantel, R, Gummi. Dann habe ich schon Bindestrich. Ja, das heißt, ich bin da oben. F, feindradig, flexible Leitung. 3, Aderanzahl ist 3. G haben wir. Gelb-Grün und Nennquerschnitt 2,5. Okay, und dann kommen die nationalen Kurzkennzeichen. Der GML, G Gummiisolierung, okay, das passt zusammen mit dem R da, M Mantelleitung und L leichte Ausführung. Passt. Ja. Also so schaut das aus nachher in etwa. Ja, und wenn man das ein bisschen dekodieren kann, was ich jetzt da hier gezeigt habe, dann tut man sich ein bisschen leichter. Die einzelnen Adern da drinnen, die können verschiedene Farben haben. Eine Einzelader zum Beispiel darf nicht gelb oder grün sein, aber sonst darf es eigentlich alles, mehrfarbig darf es auch nicht sein, sonst darf es so alle möglichen Farben. Dann üblich bei zweiadrigen Kabeln, die gibt es natürlich nur ohne Gelb-Grün, die gibt es nur als X, weil ich kann nicht einfach eine Leitung und einen Schutzleiter haben, das ist aber ein Blödsinn. Ja. Üblich ist da einfach ein schwarzer und oder braun und hellblau eigentlich. Ja. Und wenn ich dann drei Adern habe, ist braun, hellblau und Schutzleiter oder schwarz, braun und hellblau. Okay. Bei den ohne Schutzleitern ist immer schwarz, braun und hellblau. Und da kommen lauter schwarze dazu. Ja, je mehr Adern dazukommen, desto mehr schwarze kommen. Wenn es dann mehr wie 5 wären, ja, dann hat man üblicherweise nur mehr schwarze drin mit irgendwelchen Nummern drauf. Und bei den zum Beispiel bei den dreiadrigen
mit Schutzleiter, einer ist immer der Schutzleiter und dann ist das gleiche Schema. Also immer Schutzleiter und ein blauer, ein brauner und dann kommen die schwarzen dazu. Und wenn es mehr wie 5 wären, dann gibt es einen Schutzleiter und die anderen sind alle schwarz mit Nummern drauf. So schaut das aus. Okay? Energiekabel. Wir haben gesagt, es gibt nicht nur Energiekabel, sondern es gibt ja auch Signalkabel. Die haben eigene Bezeichnung. Das ist so einfach ist nicht. Also Signalkabel haben eine eigene Bezeichnung, eigenes Video. Nächstes Mal geht es um Signalkabel. Wieder so eine Auflistung. Aber wie gesagt, man kann es ja dann runterladen und dann hat man das. Passt. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.